Ich kann an dieser Stelle, ja, bevor wir jetzt loslegen mit Blair Witch, kann ich euch nochmal eine kleine Info zukommen lassen. Denn ich denke, viele werden auch wissen, dass es einen Film gibt oder gab, ja. Es gibt auch ein Remake von diesem Film. Und natürlich, der Wald oder das Game basiert auf diesem, auf dieses Thema, ja, auf diesem Wald. Aber das Game basiert jetzt nicht auf die Filme direkt, sondern hat eine ganz klare eigene Story. Und es geht nämlich darum, es ist ein Kind verschwunden und wir spielen einen ehemaligen Cop, der dem Ganzen irgendwie auf die Spur gehen möchte, der das Ganze aufklären möchte. Und wir als Cop sind natürlich skillmäßig komplett dafür geeignet, weil wer weiß, was wir bisher so gespielt haben, der weiß natürlich auch, dass wir immer alles aufgeklärt haben. Und jetzt, wo wir dann noch einen Hund dabei haben, der übrigens nicht sterben kann, das sage ich schon an dieser Stelle, der kann nicht draufgehen, ja. Also müssen wir uns da schon mal keine Gedanken drum machen. Wir haben einen Quincy mit dabei, der geht mit uns hier durch dick und dünn. Und wir sind der besagte Herr Cop. Und ich würde sagen, mit Blair Witch legen wir dann jetzt los. Ich freue mich, ich bin gespannt und wünsche euch allen eine schöne Zeit. Oder uns. Ach ja, das war schön. Spiel aus. Ich hoffe. Lionsgate Games present. Da sind wir. Abluber Team Pro. Aua. Der Hund ist voll geil. So gespannt. Bin so gespannt. Huch. Oh lol. Hallo. Drücke mittlerweile mit Mausrad oder Tab, um dein Telefon herauszuholen. Okay. Am Lenkrad? Nein, nicht am Lenkrad. War das jetzt eine Entscheidung? War das jetzt gut oder schlecht? Peter Shannon. Hallo. Taschenlampe? Das ist schon mal schön. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Also in-game heißt der Hund Bullet, ich nenne ihn Quincy. Können wir sagen, was er wollte, ich nenne ihn Quincy, ist mir egal. Huch. Oh, guck mal, wie schön der einfach wegrennt. Was steht denn hier? Black Hills Forest Parking. Ach so. Warte mal, können wir hier noch irgendwie was machen? Ja, warte mal kurz, Quincy, bitte. Ruhig. Ich bin doch gerade erst da. Ach, guck mal, hier ist. Mit Tab können wir hier.
Oh, nice. Lass mal Snake spielen. Können wir Snake spielen? Nee. Als ob. Ja klar, Alter. Ich habe schon mein Hauptgame gefunden. Ich bleib. Ja, warte mal kurz, Quincy. Ich muss hier ganz enge, also wirklich. Das ist wirklich ernst jetzt hier, ja? Also wenn jetzt irgendwas passiert, setze ich mich einfach in Embryo-Stellung, setzen wir uns auf den Boden und spielen einfach eine Runde Snake. Ist kein Problem. Als ob wir wirklich Snake spielen können. Quincy zieht einfach durch, ne? Der bellt einfach sich zu Tode. Ist egal, warte mal. Wir machen hier einen kleinen Highscore hier, ne? Quincy, ganz ruhig, wir kommen gleich rum. Ist kein Problem. Ja, wir haben Zeit. Kann ich dabei auch rumlaufen? Ne, kann ich nicht. Guck mal, 10, 11. Okay, reicht. Alter, es ist so klar. Es ist so typisch, Mann. So, was haben wir noch? Warte mal, ganz kurz, bevor wir... Hier können wir die Taschenlampe... kann ich die anmachen? Ach, die ist schon an. Okay. Mit den Taschenlampen können wir übrigens... diese Dinger, die irgendwann auf uns eintreffen werden, können wir dann irgendwie in die Flucht schlagen. Ja. Das ist unser Rucksack. Hundeleckerli haben wir. Und eine Ledergeldbörse. So, Quincy, was ist denn los? Kann ich die irgendwie wegpacken wieder? Was ist denn los, Jung? Ist der Sound, warte ganz kurz, bevor wir loslegen, ist der Sound eigentlich okay oder müssen wir noch ein bisschen lauter machen? Boah, ich finde es hier mega geil, ne? Kann auch ein bisschen lauter machen noch. Ich finde halt von der Stimme so ein bisschen den Sound leise. Kann das sein? Mache ich einfach die Gesamtlautstärke. Warte mal, ich mache das anders. Wir machen ein bisschen. Machen ein bisschen lauter an sich, ja? Und machen aber hier die Musik ein bisschen leiser. SFX machen wir ein bisschen leiser. Vertonung lassen wir so. Dann passt es, glaube ich, besser. Ja, Quincy, was ist denn? Drücke zum Interagieren. Let's find this kid. He's been through enough already. Das ist richtig. Ich würde gerne lesen. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hosen zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf verdammt nochmal einen Blick in den Kofferraum. Daran liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei. Der hat gerade an den Wagen gepinkelt. Das ist der beste Hund der Welt. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nachdem wir suchen. Du erreichst Sheriff Fleming auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Greg. Mal, Quincy, was machst du da gerade? Hast du gerade hier hingepinkelt, Quincy? Du hast hier hingepinkelt, ne? Er hat einfach hingepinkelt. Ja, ich weiß, ich muss in den Kofferraum gucken. So, hier haben wir das Funkgerät. Sorry, Anthony. First come, first served. Ach, wir sind gar nicht Anthony. Ach so, wir sind Alice. Okay, wir sind Alice. Das heißt, wir haben jetzt unser Funkgerät. Wahrscheinlich können wir damit immer jemanden erreichen. Egal, wo wir sind. So, jetzt komm du erstmal her, Junge. Was ist denn jetzt? Sag mal, wer darf nachher wieder dich baden? Da bin wieder ich. Weißt du, interessiert wieder keine Sau. Warte mal, hier. Komm, dafür kriegst du erstmal ein Leckerli. Erstmal belohnt. Guck mal. Ja, komm mal her. Hallo, kann ich dir irgendwie... Hier. Ich will dir das geben. Hallo. Kann man irgendwie... Warte mal, was ist denn die Steuerung? Steuerung. Tastatur, Maus. Bewegen, interagieren, rennen, Inventar umschalten, hocken. Bullet-Befehl geben mit C. Oh, okay. Können wir aber noch nicht. Können wir noch nicht. Okay. So, wenn du irgendwas hast, Bullet, Quincy meine ich, dann sag Bescheid. Was haben wir denn hier Schönes? They came well prepared. Die haben sich gut vorbereitet. Ja, die wollen wahrscheinlich schön Ausschau halten, ne? Auch, oh, guck mal, ist das eine Map? Oh, looks like they have the whole forest covered. Mhm. Achso, Flöhe. Ich sehe es jetzt schon. Wir können gleich wieder umdrehen, weil der sich wieder in irgendwelchem Dreck gewedelt hat, ne? Das ist wieder klar. Was ist das denn? World's best Sheriff. Na, sicher. Was steht hier? Zusammenfassung. Peter Shannon, Shannon wurde am 15.09. 1996 als vermisst gemeldet.
Untersuchung. 15.09.1996, 14.35. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannons Mutter, über das... Warte kurz, Quincy. Über das Verschwinden ihres Sohns informiert. Die erste Untersuchung ergab folgendes. Peter wurde zuletzt am 15. September 1996 um ca. 11.20 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg zum Haus seines Freundes machte. Mrs. Shannon hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Peter hatte früher schon öfter versucht, von zu Hause wegzurennen. Es gibt niemanden, der Peters Verschwinden bezeugen kann. 15.30. Die erste Suche hat keine Ergebnisse geliefert. Aufgrund Shannons Alter wurde die Gefahrenstufe auf hoch angehoben. 1700. Es wurde ein Befehl erlassen, die Suche im Black Hills Forest fortzusetzen. Dort wurde der Junge bei seinen früheren Fluchtversuchen gefunden. Sheriff Emmett Lanning wurde mit der Koordination dieser Operation betraut. Unterzeichnet Oliver Matthewson, Ermittlungsbeamter. Ah ja. Gesammelte Gegenstände werden in deinem Rucksack verstaut. Du kannst auf sie zugreifen, indem du mittlere Maus, das Mausrad oder Tab gedrückt hältst und den Rucksack wählst. Alles klar. Gut. Ja gut, das wissen wir ja schon. Da ist ein Donut. Kann ich den essen? Warte kurz. Was hast du denn gebracht? Was hast du denn Schönes? Oh, ihr Fläschchen hat er mitgebracht. Ja, feiner Quinz. Das können wir mitnehmen. Ja, du bist ja feiner. Warte mal, komm mal her. Jetzt legt er sich schon wieder da rein. Warte mal, kann ich dir jetzt irgendwas geben? Hallo. Quincy. Kann ich dir irgendwie... Der will sich nicht streicheln lassen. Der geht die ganze Zeit weg von mir. Sollen wir sonst irgendwie noch was untersuchen? Wir haben jetzt unseren Rucksack, wir haben unser Funkgerät. Der hat wirklich Flöhe, ich sag's euch, ne? Der hat wirklich Flöhe. Was ist hier? Nichts, was wir aufheben können. Okay. Ja, Quincy, ich glaube, wir machen uns mal auf den Weg, ne? Ich glaube, wir schauen mal so, wo wir denn unsere Buddies finden. Ab in das Wäldchen. Keine Fahrräder. Ich hoffe, du hast deins verstaut. Ah, da. Okay. Was ist das denn? What is this? Der Götze? Eine wunderschöne Schnitzerei. Das hat bestimmt gar nichts zu bedeuten. So, dann wollen wir mal. Auf geht's. Oh, Natur. Da hinten muss ein Bienennest sein. Warte mal, ich... Irgendwie fühlt sich das so an, als wäre das nicht ganz flüssig, ne? Kann das sein? Ja, okay, Anzeige. Housing mache ich mal aus. So, ist das vielleicht jetzt besser? Es ist besser, oder? Es ist nicht mehr so ruckelig. Okay. Alles gefixt. Ey, ohne Scheißen, ob Cop oder nicht. Wo ist Quincy? Komm. Komm, Quincy. Weiter geht's. Ob Cop oder nicht, ich würde doch niemals hier so reinlaufen. Vorsicht. Es gibt kein Zurück mehr. Wobei doch. Come on, Bullet. Let's go find this kid. Komm, Quincy, schnuppern. Auf die Fährte. What? Yay! Blair Witch! Warum haben wir das getan? Warum tun wir das einfach immer wieder? Oh. Wie lange sind wir denn jetzt gelaufen? Vorsicht, bitte nichts brechen. Danke. Oh, Quincy. Können wir den jetzt Befehle geben? Ne, können wir immer noch nicht. Wahrscheinlich kommt das noch. Wir können hier auch offen rumlaufen, ne? Ich liebe den jetzt schon. Der Hund ist jetzt schon das Beste am ganzen Game. No point in waiting any longer. Let's call Lanning. Okay. Der wird bestimmt uns antworten. So, warte mal. Lanning. Da. Kanal 2.
Ellis to base. You copy? Ellis, what are you doing out here? Ja, wir helfen. Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Weißt du, da willst du einfach helfen? Well, time to get to work. Willst du einfach helfen und das war's, weißt du? Dann wird nicht mal. Das wird nicht mal gut geheißen irgendwie. Aber egal. Quincy und ich machen das. Er hat ja schon gesagt, wenn wir die Fährte von dem Kind irgendwie bekommen und Quincy schnuppert da so ein bisschen entlang, dann kann er uns sicherlich weiterbringen. Aber warum haben die keine Hunde mitgenommen? Naja. Also Taschenlampe brauchen wir jetzt noch nicht. Ich weiß halt nicht, wie es hier ist mit Batterien oder sowas. Deswegen, immer mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das Halsband, was er unten hat, das leuchtet vielleicht im Dunkeln. Hoffentlich. Warte doch mal. Ey! Quincy, renn nicht so vor! Ah, jetzt. Ach, guck mal, jetzt können wir ihn rufen. Okay. Ja! Das ist Quincy. Dein Hund, der nie von deiner Seite weicht. Das weiß ich. Höre auf sein Bellen und beobachte seine Körpersprache. Er warnt dich als erstes vor Gefahren, aber er braucht auch deine Hilfe, um mit ihnen fertig zu werden. Denk daran, wie du ihn behandelst, kann sein Verhalten im späteren Spielverlauf beeinflussen. Oh. Bleib immer in seiner Nähe, längere andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Falls du Quincy aus den Augen verlierst, drücke C, um ihn zurückzurufen, wenn er in der Nähe ist. Schaue ihn an und halte C, um das Befehlsrad durchzuschalten. Gut, also wir können einmal auswählen zwischen Such, Haustier, was? Haustier? Bleib bei mir, Halt, Tadeln oder halt einmal C drücken, dann kommt er halt einfach. Okay. Gut. Halte gedrückt und wähle den Befehl Such. See if you can find something, buddy. Yeah, lead on, buddy. Warte mal kurz. Hey, komm her. Komm her. Quincy. Heel. Oh, der hört ja super. Bullet. Komm her. Heel. Okay, er hat was gefunden. Ich glaube, wir sollten erstmal gehen. Ich glaube, der ist ein bisschen stur. Ja, jetzt kommst du doch. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm. Yeah, good dog. Ja, fein. Habe ich was gefunden? Ja. Das machen wir einfach jetzt 24-7. Wir brauchen uns ja gar nicht weiter bewegen irgendwie. Das reicht doch. Ich meine, das ist also mehr brauchen wir doch gar nicht zu sehen, oder? So, hier, jetzt such. Ich weiß, ich habe such. Mhm. Wahrscheinlich war das nur sowas. Such mal kurz. Du hast doch was gefunden, oder nicht? Zeig! Ja, zeig! Nothing, eh? Ow, fucking brambles! Wir gehen jetzt rechts oder links? Auch schön, dass sie darüber reden, wie verflucht auch dieser Wald jetzt ist. Hier kann man ja wirklich überall rumlaufen, Alter. Ach, du heilige Scheiße. Oh, was ist das denn? Aha! Was haben wir denn hier? Marius? Back during the Revolutionary War, there was this witch. She kidnapped the local children, suck on their blood. Und jetzt kommen sie mit der Hexe. When they finally caught her, they hanged her on one of those trees. Ingram, do you ever shut up? Check the hill, Ingram. Got it. Was für ein Foto ist das jetzt? Oh, guck mal hier. Ist doch noch mehr Zeugs. Is it even possible for a kid to get this far? Warum machen die sich da so Gedanken drüber, Mann? Such doch einfach. We're looking for Peter, not the search party, buddy. Könnt ihr das irgendwie, Ey, können die auch mal irgendwie ruhig sein? Was, seit man dort diese Videokassetten gefunden hat, ist es immer noch... Was reden die? Alter Falter. So, das können wir nicht mitnehmen, oder?
Nee, können wir alles nicht mitnehmen. Okay. Aber der hatte doch irgendwas gefunden gerade. Hey, you got everything. Just some garbage. Careful there, Caldwell. Ey, die werden halt safe gleich verschwinden. Kann gar nicht. Heal! Er hat gerade gepinkelt wieder. Kann ihn gar nicht suchen schicken. Ups. Oh, unser Snake Highscore wurde wahrscheinlich geknackt, oder? Anrufverlauf. Einstellungen spielen. Telefonbuch. Nachrichten. Jazz. Oh, shit. Should probably call. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Natürlich. Wen können wir denn hier? Donnys Pizza. Ich hätte gerne Pizza. Bevor wir jetzt hier irgendwie uns unterhalten. Hello, is Donnie's Pizza, the best pizza in Burkittsville. Ja. What can I do for you? I'll pass. Sorry. Hä, hey, warte mal, du kannst doch mal. Ja, der kann jetzt, also er hätte sich schon ruhig eine bestellen können jetzt hier. Okay, wir rufen mal, komm, rufen wir Jess mal an. Das ist so cool, dass es geht einfach. Hey Jess, I got your message. Sorry I couldn't pick up earlier. I was in the middle of something. Oh, keeping busy, huh? Ja. Sort of. Hey, do you hear about that missing kid? I've joined the search. Yeah, I hope so too. So, any luck with the search? Not much so far. But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. I bet. Well, good luck. Call me if you feel like talking. Okay. Will do. Wasser! Juhu! Können wir ihn irgendwie... Nee. Ich will ihn nicht suchen lassen. Ich will halt nichts übersehen, weißt du? Ich will, also wir müssen halt die Augen offen halten. Quincy, wo bist du? Hä? Hat er jetzt was gefunden, oder? Ich seh dich nicht mehr. Bist du zum Busch geworden? Hast du was gefunden? Nee, ne? Nee, du schnupperst einfach nur. Aber ich glaube, hier ist was. Kann das sein? Warte mal, Quincy. Kann man hier... Aha. Kann man hier irgendwie rein? Bullet, fetch! Hol! Was auch immer das war, das sah aus wie eine Käppi oder sowas. What'd you find? Let me see. Aha! Yeah, good dog. Fein. Leave it, buddy. Now's not the time. Ist halt die Frage, ist das von ihm? Die Cappy von Baltimore ihm? Baltimore Crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Ja, bestimmt, oder? Hier. Schnupper mal. Take a whiff, buddy. Zeig uns den Weg. Good boy. Now show me. Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Löwe, Mann, das alleine. Wir können das. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Oh, oh. Warum warten wir nicht einfach und gehen alle zusammen Hand in Hand? Wäre so viel schöner. Ach, du heilige Scheiße. Vinci, warte mal. Bullet, wait up. Vinci. Na toll. Das musste ja passieren, ne? Oh, God damn it! What if I pull it back up there? Ach du Scheiße.